Geld zählen, da fühle ich mich doch gleich ein bisschen wie Dagobert Duck. Heute geht es um Münzen, nicht mehr um Scheine wie im letzten Video. Und ich finde Münzen zählen sehr viel schwieriger als Scheine, weil auf den Scheinen steht immer so schön der Betrag drauf. Bei den Münzen steht es zwar auch, aber meistens nur auf einer Seite und zwar auf der Zahlseite. Die andere Seite der Münze, wenn man die umdreht, ist die sogenannte Kopfseite. Und da sieht man zumeist nur ein hübsches Bild oder ein nicht so hübsches Bild, je nachdem, was man da so mag. Ich fange mal an mit den europäischen Münzen. In Europa gibt es unzählig viele Motive auf den Kopfseiten. Und ich habe mich jetzt mal hier beschränkt auf Prägungen aus Deutschland und Österreich, mehr aus Deutschland. Und will euch erstmal sagen, wie ich sowas angehe. Also ich fange erstmal an, die Münzen zu sortieren und zwar nach Ähnlichkeit oder nach Größe oder nach Farbe, also wie man das so gerne möchte. Ich schnappe mir mal diese Dame hier und schiebe die mal hier zur Seite. Und dann gucke ich mal diese Münze, guck mal, die sieht ganz ähnlich aus, oder? Die hat auch so einen silbernen Rand und in der Mitte ist sie mehr golden. Hier ist was, das ist mehr so bronzefarben. Hier ist was bronzefarben und hier ist was bronzefarben. Ich mache die erstmal nur so ein Häufchen. Hier haben wir was in Kupferfarben. Die schmeißen wir mal alle nach hier oben. So. Jetzt bleibt noch das hier. Das habe ich nicht gut gemacht. Ein bisschen zur Seite, ein bisschen Platz. Diese Münze ist etwas kleiner als diese. Und hier ist der Rand golden und innen drin ist Silber. Also genau umgekehrt wie auf dieser. Und diese ist aber ähnlich wie die Rand golden, innen drin Silber. So, ich verrate euch mal, das ist der Wolfgang Amadeus Mozart, der ist in Wien geboren, glaube ich, wenn ich mich da richtig entsinne. Und diese Münze kommt also aus Österreich. Was ich ganz toll finde von den Österreichern, die haben auf ihrer Kopfseite, also wo das Bild ist, auch schon hingeschrieben, wie viel Wert diese Münze hat. Dieses 1 Euro, ja, es ist total nett. Hier, diese Münze ist auch aus Österreich. Hier siehst du auch den Wert der Münze auf der Kopfseite. Sehr untypisch eigentlich, aber sehr nett. Muss man sie nicht extra umdrehen, falls man nicht genau weiß, wie viel sie wert ist. Also, hier haben wir 2 Euro. Und wir haben ja gesagt, dass diese Münze ähnlich aussieht. Ich drehe dir mal eben schnell für dich um, um die Zahlseite zu zeigen. Siehst du, und die Zahlseite sagt hier 2 Euro. Also haben wir hier 2 Euro und hier 2 Euro. Ich würde sagen, das ist doch mal ein guter Start. Fangen wir doch mal an, das aufzuschreiben. Also, wir haben hier, brauche ich einen Stift, haben wir hier 2 Euro und nochmal 2 Euro. Wenn wir das ausrechnen, 2 plus 2 ist 4 Euro. Schon mal gut, oder? Jetzt kommt die nächste Münze. Hier haben wir zwei gleich aussehenden und wir wissen schon, dass das 1 Euro wert ist. Ich drehe dir die andere Münze nochmal schnell um, um zu zeigen, dass das auch 1 Euro ist. Ciao. 1 Euro. Also haben wir zweimal 1 Euro. Machen wir mal in einem sehr schrillen Grün hier. 1 plus 1 macht 2 Euro. Supi. Dieser Abschnitt ist relativ einfach, weil wir Euro ausrechnen und Euro-Münzen haben. Aber wir haben ja neben Euro-Münzen haben wir auch Cent-Münzen in der Europäischen Union. Und jetzt gehen wir mal zu den Cent-Münzen über, und zwar zu dieser ersten Gruppe hier in diesem schönen Bronzeton. Jetzt gucken wir mal, was sieht denn hier ähnlich aus? Schau mal, wenn du den Rand anguckst hier, siehst du, wie der so ein bisschen wie so ein Blümchen aussieht, so ein bisschen so geblümt. Ach, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennt. Und diese Münze ist genauso. Schau, die hat auch diese Einkerbungen. Diese Münze, würde ich sagen, ist die Größe. Ich packe die mal nach rechts, nach links und die beiden hier in die Mitte. Und was machen die Österreicher? Oh, Kopfseite mit dem Betrag schon. Also hier steht 20 Euro Cent. Wundervoll. Dann könnten wir davon ausgehen, dass das hier auch 20 Euro Cent sind, wegen der gleichen Größe, der gleichen Farbe und des gleichen Randes. Und das stimmt auch, wenn ich die umdrehe, haben wir hier auch 20 Cent. Diese hier, schauen wir mal, wie viel die wert ist, wenn wir uns die Zahlseite angucken. 50 Cent, wunderbar. Und was ist mit der hier? Die drehe ich dir auch nochmal schnell um. 10 Cent. Dann können wir doch unsere Rechnung gleich aufschreiben. Dann schreiben wir mal hier, ich brauche wieder den Stift. Schreiben wir hier 10 plus die österreichische 20 plus die deutsche 20
und plus die 50. Zappidopp. Jetzt war ich hier mal 0 plus 0 plus 0 plus 0. Das ist nicht schwer. Und dann rechnen wir 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wundervoll. Jetzt haben wir hier 100 Cent. So, was man jetzt noch sich merken muss bei diesem Umgerechner, ist, dass 100 Cent das gleiche ist wie 1 Euro. Okay? Also diese 100 Cent entsprechen 1 Euro. Okay? Ich schreibe das mal hier so gekreist ein. Jetzt fehlen uns noch diese ganzen kupferfarbenen Münzen. Da gucken wir mal, ob wir die irgendwie ein bisschen sortiert kriegen. Vielleicht schiebe ich das ein bisschen wieder zusammen, dass wir ein bisschen mehr Platz haben hier. Also das sieht klein aus. Das sieht auch klein aus. Das sieht auch klein aus. Also die sind alle irgendwie ähnlich hier. Ähnlich groß, ähnlich Farben. Alle haben so die schöne deutsche Eiche hinten drauf. So, Kopfseite sieht also so aus. Jetzt gucken wir mal. So, von hinten kann man jetzt wirklich gar nicht erahnen, was es ist. Also wir schauen mal, ob wir die jetzt umdrehen können. Ich drehe dir mal diese Münze um. 5 Cent, 5 Euro Cent, okay. Nächste drehen wir um. 2 Euro Cent, supi. Was könnte das sein? 1 Euro Cent, wunderbar. Dann gehen wir davon aus, dass diese hier auch alle 1 Euro Cent sind, ja? Jetzt schauen wir mal, ob wir das ausrechnen können. Ich nehme jetzt mal so ein ganz fieses Rot. Das wirst du gleich sehen, das ist sehr blutig. Hier haben wir also 5 Cent plus 2 Cent plus 1, 2, 3 Cent. Zusammen macht das 3, 4, 5. Und 5 plus 5 ist 10. 10 Cent. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch, dass wir diese ganzen Einzelergebnisse hier addieren. Und zwar hatten wir angefangen mit der größten hier. Das sind die 4 Euro. Ich schreibe das nochmal neu hier hin. Wo schreibe ich das am besten hin? Hier? Stört dich das dann, wenn es unter dem ist? Ich hoffe nicht. Also 4 Euro von hier drüben. 2 Euro von hier. Zack, die Wupp. Dann haben wir hier 1 Euro bzw. 100 Cent aus dieser Reihe. 1 Euro. Und dann haben wir hier noch die 10 Cent. Die lasse ich erstmal separat stehen, glaube ich, damit das jetzt nicht zu verwirrend wird. Mach mal eine neue Farbe. Ein schönes Grau vielleicht. So, also hier haben wir Euro. 4, 5, 6, 7 Euro. 7 Euro. Und 10 Cent. Und da haben wir unser Endergebnis. Wir haben also 7 Euro, 10 Cent. Und das kann man zusammen so ausdrücken. Also das ist der Gesamtbetrag von all diesen hübschen Münzen hier oben. Und in der nächsten Aufgabe geht es um Schweizer Münzen. Und da sind sie schon, die Schweizer Münzen. Wie bei dem Geldscheingezähle haben wir also auch hier Franken zu zählen. Und die kleinere Einheit von den Franken, das sind die Rappen. Es mag für dich jetzt vielleicht ungewohnt klingen, falls du nicht gerade in der Schweiz aufgewachsen bist. Ich merke mir das so, der Frank hat 100 schwarze Pferde. Also in einem Franken sind 100 Rappen. Okay? Jetzt machen wir genau die gleiche Geschichte wie eben. Wir sortieren erstmal ein bisschen nach Farbe und nach Größe. Die tun wir mal hier hin. Das sieht sehr groß aus. Das tun wir mal zur Seite nach hier. Wie ist das? Ist das ungefähr genauso groß? Naja, vielleicht ein bisschen kleiner. Dann haben wir hier noch silberne Münzen. Das sieht doch gleich aus, oder? Und dann haben wir hier noch Köpfchen. Und noch kleinere Köpfchen. Na, ungefähr so. Machen wir mal ungefähr so. Bin mir jetzt gar nicht selber so genau sicher, wie viel das jetzt alles wert ist, weil ich kein Schweizer Kind bin. Aber das kriegen wir schon hin zusammen, wa? Okay. Fangen wir hier vorne an. Das hier ist ein Almhirt, habe ich gelesen auf Wikipedia. Und wie viel der wert ist, zeige ich dir jetzt, wenn wir die Kopfseite umdrehen. Dann sehen wir die Zahlseite und da steht 5 Franken. Sehr schön. Dann haben wir hier eine Lady. Die drehen wir auch mal schnell um.
Und da sehen wir hier 2 Franken. Okay, dann haben wir also schon mal 5 Franken und 2 Franken. Sollen wir das schon mal aufschreiben oder drehen wir erstmal um? Vielleicht drehen wir erstmal um. Hier haben wir auf der Zahlseite 20. Also hier handelt es sich nicht mehr um Franken, sondern das sind jetzt die Rappen. Also hier haben wir 20 Rappen. Das müsste also nach meiner Sortierung. Oh, gucke mal. Diese Münzen sind so ähnlich. Die sind bestimmt nur mit einem Millimetermaß auseinanderzuhalten. Obwohl die so ähnlich aussehen und in der Größe sich minimal unterscheiden. Unterschiedliche Wertigkeiten. Also wir tun das mal neu sortieren hier, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, wie viel das wert ist. Auch 10. Okay, also hier haben wir die gleiche Münze. Und wie viel haben wir hier? Das sind auf der Zahlseite auch 10. Okay, also haben wir hier 10 und hier 10 und hier 10. Und dann haben wir hier die 20. Da wären wir fast reingefallen. Jetzt schauen wir uns mal die goldenen Münzen an hier. Was haben die für eine Wertigkeit? Oh, die goldenen. Guck mal, die sind größer als die 10er und sind aber weniger wert. Muss man wissen. Ist nicht immer alles logisch. Nicht mit Münzen. Man kann Münzen auch sammeln übrigens. Das ist ein großes Hobby für viele. Also hier haben wir alle die 5er. Jetzt schauen wir uns noch die letzte hier an. Hier haben wir einen Franken. Na wunderbar. Das ist auch. Oh, guck mal, ganz ähnlich, ist aber kein Frank, obwohl es so ähnlich aussieht. Halleluja. Schauen wir uns noch die an. Was meinst du? Ist das auch ein halber oder ist es ein ganzer? Ist ein halber, okay. Also, obwohl diese Münzen hier kleiner sind als diese und kleiner als diese, sind sie mehr wert. Also, wir müssen die mal hier zu den Franken rüberschieben. Und dann haben wir hier einen halben Franken. Den können wir vielleicht auch hier rüberschieben beim Zählen. Und dann sortieren wir das mal neu. Also dann haben wir hier die 5er, die 5 Rappen Münzen, 10 Rappen Münzen, 20 Rappen Münzen. Dann kommen hier ein halber Franken und noch ein halber Franken. Dann haben wir hier den einen und hier die 5 und hier die 2. Puh, also von wegen Logik mit größere Münze, größerer Wert stimmt in der Schweiz nicht. Da muss man wirklich immer schön die Zahlseite angucken, damit man sich da nicht vertut aus Versehen. Also jetzt schauen wir erstmal, machen wir hier erstmal die glatten Franken zusammen, okay? Also brauche ich wieder einen Stift, das vergesse ich jedes Mal. Hier haben wir 5 plus 2 plus 1. Das geht ja noch. Das ist noch nicht so schwer. Also hier haben wir 5, 6, 7, 8. Also haben wir hier 8 Franken. Soweit, so gut. Was ergibt denn 2 mal einen halben Franken? Also man kann sich das vorstellen als halbe Pizza plus halbe Pizza macht eine Pizza. Oder halber Keks plus halber Keks macht einen Keks. Ja? Also ein halber Franken plus ein halber Franken entspricht einem Franken. Diese beiden hier zusammen. Man kann sich das auch überlegen, dass ein halber Franken sind ja 50 Rappen, weil ein ganzer Franken sind ja 100 Rappen. Also man könnte auch sagen, 50 Rappen plus 50 Rappen entspräche 0 plus 0 ist 0, 5 plus 5 ist 10, entspräche 100 Rappen. Und 100 Rappen sind wieder das gleiche wie ein Franken. Okay? Also wir können hier diesen 8 noch einen dazu zählen, weil wir hier zweimal einen halben haben. Also 8 Franken plus 1 Franken ergibt 9 Franken. Kannst du folgen soweit? Ich hoffe doch sehr. Jetzt machen wir noch weiter die Rappen hier. Und zwar wechsle ich mal die Farbe. Nehmen wir mal ein helles Blau. Oder ein Türkisblau. Ich weiß nicht. So, fangen wir mal hier an. Also wir haben hier 20 Rappen. Hier haben wir insgesamt, habe ich ein bisschen zu sehr verschoben hier. 1, 2, 3 mal 10. Also hier hätten wir quasi 3 mal 10, wie viel ist das? Ist das gleiche wie 10 plus 10 plus 10? Ist das gleiche wie 1 plus 1 plus 1 in der 10er Stelle und 0 plus 0 plus 0 in der 1er Stelle? Also hier haben wir 30 Rappen.
Also hier 20 Rappen, hier 30 Rappen. Dann haben wir die Fünfer, die habe ich auch ein bisschen hier zu eng geschoben. Machen wir hier die gleiche Geschichte. Schauen wir mal, ist Max eine neue Farbe? Machen wir gelb. Machen wir 3 mal 5. Das ist das gleiche wie 5 plus 5 plus 5. Und das kann man auch untereinander schreiben, wenn einem das lieber ist. Und das ist dann 5, 10, 5, 10. Also 15 Rappen. Und wenn wir die jetzt alle addieren, wie fandest du das blutige Rot? Machen wir nochmal das blutige Rot. 20 plus 30 plus 15. Also 20 plus 30 plus 15. 5 plus 0 plus 0 ist 5. 1 plus 3 sind 4. 3 plus 1 sind 4. Plus 2. 4 plus 2 sind 6. Also haben wir hier 65 Rappen. Wenn wir das jetzt also nochmal als Endergebnis aufschreiben, machen wir mal in lila hier. Also haben wir hier die 9 Franken und hier die 65 Rappen. Schreiben wir auf als 9,65 Franken. Das Komma sagt dir, dass es keine vollen Franken hier hinten sind, sondern die Rappen. Vorm Komma stehen die Franken. Unser Endergebnis ist also hier wundervoll. Jetzt geht es zu den amerikanischen Münzen. Und bei denen ist es noch mal komplizierter, weil die haben alle eigene Namen, was ich mir bis heute nicht richtig merken kann. Und hier sind sie schon, die US-amerikanischen Münzen. Ich werde wieder erstmal sortieren ein bisschen, damit wir ein bisschen besseren Überblick kriegen. 1, 2, 3 und dann machen wir hier silberne Köpfe. Guck mal, der ist kleiner, anderer Kopf. Das ist der gleiche wie der hier. Dann haben wir wieder noch so ein. Hier haben wir was Kupferfarben. Hier haben wir nochmal so ein. Hier haben wir nochmal so ein. Das ist nochmal der gleiche wie der. Zap, 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 zap. Und dann haben wir noch diesen hier. Okay. Also, wie wir gesehen haben, wir haben gesagt, 100 Euro Cent entsprechen einem Euro. Dann haben wir gelernt, dass der Frank 100 schwarze Pferde hat, also in einem Franken sind 100 Rappen. Und dann ist es bei den US-amerikanischen Münzen ebenfalls so, dass wir von Dollar sprechen, aber ein Dollar hat 100 Cent. Also 100 Cent ist das gleiche wie ein Dollar. Das müssen wir wissen, weil die Amerikaner gerne auf Zahlen auf ihren Zahlseiten der Münzen verzichten, sondern lieber was ausführlich aufschreiben. Und da muss man das alles umrechnen. Ich zeige euch gleich, was ich damit meine. Jetzt schauen wir uns erstmal diese erste Münze an. Die ist golden und sehr groß und sehr einfach. Auf der Zahlseite steht hier ein Dollar. Wie schön. Das schreiben wir gleich mal hin. Was nehmen wir für eine Farbe? Vielleicht gelb. Also wir haben hier mit einem Stift, den ich immer wieder noch vergesse, eine Münze, die einen Dollar wert ist. 1 mal 1 ist 1 Dollar. Das ist doch schon mal gut. Also hier haben wir schon mal 1 Dollar. Jetzt gucken wir uns die nächste Münze an. Das ist diese hier. Und da gucken wir mal, wenn wir uns die Zahlseite anschauen, sehen wir überhaupt gar keine Zahl hier. Hier steht aber ganz viel geschrieben. Hier steht United States of America und hier unten steht Half Dollar. Jetzt muss man wissen, dass Half Hälfte bedeutet oder halber Dollar. Und dann müssen wir uns überlegen, was ist denn jetzt ein halber Dollar wert? Also wir haben gerade gesagt, 100 Cent sind 1 Dollar. Die Hälfte von 100 wären dann also 50 Cent. Also das hier ist... Wieso merke ich mir nie, dass ich den Stift nehmen muss? Also ein halber Dollar ist das gleiche wie 50 Cent. Okay, also hier haben wir diese Münze, ist wert 50 Cent. Den Dollar, den nennt man in Amerika auch einen Buck. Warum? Keine Ahnung, aber es ist so. So, diese Halbdollar-Münzen, ich glaube, die haben keinen eigenen Namen. Jetzt schauen wir uns die nächsten Münzen an. Was haben wir hier? Die sehen alle gleich aus, sind alle gleiche Farbe, alle gleiche Kopf. Das ist bestimmt die gleiche Wertigkeit.
Jetzt schauen wir mal. Hier steht wieder keine Zahl auf der Zahlseite. Halleluja. Aber hier steht wieder United States of America und hier unten steht Quarter Dollar. Kann man nicht so gut sehen. Also was ist denn jetzt ein Quarter Dollar? Also diese Münze nennt der Amerikaner auch einfach a Quarter. Wir müssen uns jetzt erstmal errechnen, wie viel die wert ist. Also ich schreibe mal hier hin. Ein Vierteldollar wäre das gleiche wie die Hälfte von diesen 50 Cent. Weil in einem ganzen Dollar sind 4 Quarters. Also 100 Cent hat insgesamt 4 Quarters. Also das heißt, wir müssen 100 durch 4 teilen oder wir müssen 50 durch 2 teilen. Wir kommen zu 25 Cent. Okay. Und jetzt haben wir aber davon nicht nur eine Münze wie hier, sondern wir haben 1, 2, 3 Münzen. Also müssen wir rechnen 3 mal 25 Cent, um diesen Wert dieser 3 Münzen rauszukriegen. Und das wäre das gleiche wie 25 plus 25 plus 25. 5 plus 5 ist 10, plus 5 ist 15. Wir merken uns eine 1. 2, 4, 6, 7. Okay, also wir haben hier 75 Cent. Die Amerikaner machen einen Strich durch, habe ich hier vergessen. Sorry. Naja, nicht schön, aber selten. Puh, jetzt gehen wir zur nächsten Münze über hier, zur nächsten Münzart. Schauen wir doch mal, wie viel die wert ist. Ich hoffe, da steht eine Zahl. Keine Zahl, aber wenigstens ein Zahlwort. Hier steht 5 Cents. Also 5 im Deutschen heißt 5. Deshalb wissen wir, also eine dieser Münzen ist 5 Cent wert. Jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4. Also wir müssten hier aufschreiben 4 mal 5 Cent. Und das ist das gleiche wie 5 plus 5 plus 5 plus 5. Also 5 und 5, das sind schon mal 10 und das sind nochmal 10 und dann haben wir hier 20. Also 15, 15, 20 Cent. Ja, das ist die Summe der Wertigkeiten dieser Münzen. 5 Cent heißen in Amerika Nickel. Warum, weiß ich auch nicht. Aber manchmal sagen sie einfach, kann ich mal Nickel haben? Und dann muss man wissen, das sind die 5 Cent. Hier haben wir noch eine interessante Sache. Wenn wir die umdrehen, haben wir da eine Zahl auf der Rückseite? Auch nicht. Aber wir haben hier, steht da One Dime. One ist eins, also ein Dime. Was um Himmels Willen ist ein Dime? Ja, das muss man auch gelernt haben. Wenn man das nicht weiß, dann steht man ein bisschen im Regen. Welche Farbe nehmen wir jetzt? Was haben wir noch nicht? Oh, mein Blutrot. Also, Dime hat die Wertigkeit von 10 Cent. Das muss man wissen. Das sagt einem dieses Ding nicht. Also, ein Dime entspricht 10 Cent. Okay, muss man sich einfach merken. Also haben wir hier 10 Cent, hier haben wir schon 20 Cent, hier haben wir 75 Cent und hier haben wir 50 Cent und hier haben wir 1 Dollar. Dann bleibt uns noch die letzte Münze hier und das sind Pennies. Mal gucken, wie viel die wert sind. Nehmen wir das mal nach unten. Hätte ich mal vielleicht ein anderes Münzlein umdrehen sollen. So, steht jetzt hier eine schöne Zahl auf der Zahlseite? Nee, wieder ein Zahlwort. Also hier steht 1 Cent. Das bedeutet 1 Cent. Okay, das ist zumindest nicht so kompliziert wie 1 Dime, weil hier 1 Cent ist 1 Cent. Das ist doch straightforward. Was haben wir denn noch nicht benutzt für eine Farbe? Nehmen wir mal ein Grau jetzt, weiß ich nicht besser. Dann machen wir hier 1, 2, 3, 4, 5. Also hier haben wir 5 mal 1 Cent. Und das wäre quasi 1, 2, 3, 4, 5 ist gleich 5 Cent. So. Puh, jetzt müssen wir alles addieren. Schauen wir mal, wie weit wir da kommen. Nehmen wir noch eine neue Farbe, vielleicht so ein helles Grau hier. Mal gucken, fast weiß. Und dann schreiben wir jetzt mal alles zusammen auf. Also hier haben wir
einen Dollar. Den schreibe ich mal so auf, wie man das dann später macht. Hier hinten wären die Cent. Hier ist der Dollar. Okay. Dann haben wir 50 Cent. Die wären also hier. Dann haben wir 25 Cent mal 3 ist die 75 hier. Dann haben wir hier die 20 Cent. Und dann haben wir hier die 10 Cent. Und dann haben wir hier noch 5 Cent. Die müssen wir in die eine Stelle schreiben, damit wir da nicht durcheinander kommen. Jetzt haben wir hier 5 plus 0 plus 0 ist immer noch 5. Plus 5 ist 10. 10 plus 0 ist immer noch 10. Also ich schreibe hier eine 0 in die eine Stelle und schreibe hier eine kleine 1 in die 10er Stelle. Hier haben wir 1 plus 1 ist 2. 2 plus 2 ist 4. 4 plus 7 ist 11. 3 plus 7 ist 10. Plus 1 ist 11. 11 plus 5 ist 16. Dann machen wir hier unser Komma, weil hier überschreiten wir jetzt die Grenze. Und dann haben wir hier 1 plus 1 macht 2. Dann haben wir als Ergebnis 2,60 Dollar. Und damit beende ich dieses ellenlange Video. Aber ich hoffe, du hast einen Eindruck über die Wertigkeit und das Aussehen von den verschiedenen Münzen bekommen.